Mit Aktien kann man Geld verdienen, viele verlieren damit aber auch Geld. Liegt's daran, dass wir mit dem, was wir wissen können, als Privatanleger dem Markt einfach hoffnungslos hinterher sind, oder hat's ganz andere Gründe? Willkommen bei Zukunftsmärkte. Herzlich willkommen. Ich muss mich erstmal entschuldigen für Hintergrundgeräusche, die wir jetzt immer wieder haben werden, wahrscheinlich. Es ist ein lautes, dumpfes Pochen. Das ist der Gerichtsvollzieher hier mit seiner Gasrechnung. Nein, es sind Bauarbeiten da draußen. Ich hoffe, es stört jetzt nicht allzu sehr bei dem Ganzen. Aktien. Alle werden reich damit, alle erzielen große Erfolge, nur bei ihnen funktioniert es nicht. Sie verlieren ständig Geld. Warum ist es so? Weil sie Aktien gekauft haben, die dann nicht gestiegen sind, und weil sie sich ständig Börsenvideos reinziehen. Hier auf YouTube Frage beantwortet, wir können heute früher Schluss machen. Aber Scherz beiseite, völlig abwegig ist es nicht, das mit den Börsenvideos. Ich komme auch noch mal drauf zurück. Und wenn wir jetzt aber reden über das Verlieren von Geld an der Börse, dann geht es jetzt erstmal nicht um die aktuelle Marktsituation. Also dieses Jahr haben wahrscheinlich die wenigsten großartig Geld verdient bis jetzt. Ist auch kein Wunder. Und genauso haben die letzten 10 Jahre wahrscheinlich die wenigsten Anleger Geld verloren an der Börse. Oder doch? Es gibt immer wieder dramatische Aussagen. Das hier habe ich zum Beispiel gefunden auf YouTube eben, warum 90% der Anleger an der Börse Geld verlieren. Oder ähnlich, warum 90% der Anleger Geld verlieren. Darum geht es dann auch, das Fokussystem. Und hier noch eine Variante vom Star-Investor Florian Homm auf Fokus. Da verlieren dann 90% der Anleger jetzt sogar alles. Es sieht also echt nicht gut aus für die Anleger und wirft natürlich dann auch die Frage auf, kann man überhaupt Geld verdienen als Privatanleger, der aktiv investiert? Und wenn ja, was machen die, die es nicht tun, dann falsch? Aber erstmal, sind Privatanleger überhaupt so erfolglos? Das ist eine Grafik von JP Morgan. Verschiedene Investments, davon die jährliche Durchschnittsrendite von 2002 bis 2021, was insgesamt natürlich eine sehr gute Marktphase war. Das Beste waren REITs und Emerging Markets Aktien mit durchschnittlich 11,2 und 10%. Also das waren wirklich noch Zeiten. Aber auch beim breiten S&P 500 Index war die Durchschnittsrendite bei 9,5%. Und auch so Strategien wie 60% Aktien, 40% Anleihen oder umgekehrt, die waren auch zwischen 6,5 und 7,5%. Man hat also schon Geld verdienen können. Nur der Durchschnittsanleger, den haben wir hier in Orange, der hat nur 3,6% verdient pro Jahr. Heißt auf der einen Seite natürlich, auch der hat positive Renditen erzielt, also dass die jetzt alle Geld verlieren würden, das ist sehr wahrscheinlich Humbug. Und auf der anderen Seite war er aber natürlich trotzdem ein ziemlicher Loser. Wahrscheinlich hat er zu viel Cash gehabt, aber wahrscheinlich war er eben auch immer da irgendwie übergewichtet, wo es dann nicht so gut gelaufen ist. Und hier eine andere Auswertung, eine Studie vom DIW zusammen mit Trade Republic. Das ist die durchschnittliche Jahresperformance von 216.000 Trade Republic-Kunden bis Anfang 2022. Ist jetzt vielleicht auch nicht repräsentativ, weil es sind eher junge Kunden, die Depots auch relativ neu, aber es ist eine große Gruppe. Die Durchschnittsrendite der Kunden, die war bei 7,1%. Das ist sehr ordentlich. Aber man sieht auch, bei ungefähr 40% war die Rendite negativ in der Marktphase, die mit Schwankungen natürlich, aber die eigentlich sehr gut war. Und viele tausend Kunden, ungefähr 10% von denen, die haben sogar eine Durchschnittsrendite zwischen minus 50 und minus 100%. Also viele Privatanleger haben anscheinend wirklich ein Problem.
Auch das ist nachvollziehbar. Man hat 2021 natürlich auch Geld verlieren können mit spekulativen Wachstumsaktien zum Beispiel oder mit China-Aktien. Ist alles völlig nachvollziehbar. Es bringt uns aber an den ersten Punkt, nämlich wenn man kein Trader ist, wenn man da auch nicht ein entsprechendes Risikomanagement hat und schnell agiert, sondern wenn man einfach ein Portfolio hat aus Einzelaktien, dann ist es eben immer gut, wenn man breit streut. Das klingt sehr banal. Banal, haben Sie schon tausendmal gehört, aber es hilft. Und ja, sogar jetzt in der Krise gibt es eben auch Sektoren, die besonders stark gefallen sind auf der einen Seite und die, die aber weniger stark gefallen sind oder vielleicht sogar leicht gestiegen sind. Es ist also schon hilfreich. Und auch von einem sogenannten Home Bias ist oft die Rede, also dass man Aktien aus seinem Heimatmarkt ja immer bevorzugt, weil die kennt man ja vermeintlich und da fühlt man sich sicher. Das kann aber auch nach hinten losgehen. In einer Situation wie jetzt ja zum Beispiel, wo wir in Deutschland plötzlich eine viel schwierigere Lage haben als in den meisten anderen Ländern. Und gegen so einen Home Bias, da habe ich was für Sie. Nächste Woche gibt es von uns einen Zukunftsmärkte-Report zum chinesischen Solarsektor. Daqo New Energy, Jinko Solar, Canadian Solar. Es ist einer von den wenigen Sektoren, der sich dieses Jahr gut entwickelt hat, relativ zu dem chinesischen Aktienmarkt, aber auch relativ zu unseren Börsen. Und in dem Report geht es eben darum, wo der Sektor jetzt steht und wo die Einzelaktien auch gerade stehen. Die Reports von uns sind gratis. Sie müssen sich nur einmal dafür eintragen auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link ist auch hier nochmal unter dem Beitrag. Aber auch da gilt natürlich jetzt nicht voll reingehen, ausschließlich in chinesische Solaraktien. Breit gestreut hat nie gereut und da sind sich ja auch fast alle einig. Wo man sich schon viel weniger einig ist, das ist die Frage, ob man überhaupt in Einzelaktien investieren sollte. Wenn es jetzt nur um die Streuung gehen würde, dann kann man ja auch 4, 5 ETFs kaufen und die, die das vertreten, die sagen dann auch, mit Einzelaktien, da liegt man ja sowieso immer daneben. Das zeigt auch die Erfahrung. Die Profis haben einen großen Informationsvorsprung und es sei lachhaft, wenn man glauben würde, als Kleinanleger, dass man da mithalten kann. Ich sehe das ein bisschen anders, weil streuen kann ich mit Einzelaktien auch oder auch mit einer Mischung Fonds, Aktien, ETFs, wie auch immer, ist ja egal. Das ist meiner Meinung nach aber nicht das Problem, das der aktive Anleger hat, sondern das liegt ganz woanders. ETF-Anleger. Die sind relativ systematisch und manchmal haben sie ja auch Sparpläne, da läuft es dann sogar vollautomatisch, also immer rein da ins Verderben. Einzelaktien ist was anderes. Die sind spannend, man setzt sich auseinander damit, man sieht da eine Chance, man zittert mit, das ist alles Nervenkitzel, das sind Emotionen. Und das ist ja auch gut so, sonst wäre es völlig langweilig und sonst würde man das ja auch nicht machen. Aber es geht ja schon damit los. Wann kommen viele Anleger überhaupt an die Börse? Wann beschließen sie, ich mache das jetzt auch? Sie machen es natürlich dann, wenn man von allen Seiten hört, wie super es läuft und wie wahnsinnig da Geld verdient wird an der Börse. Und dann investieren sie meistens auch gleich in das, was am besten läuft, in was auch sonst. Und so schlägt man den Markt natürlich schon mal nicht, wenn man in einen Boom reinkauft, der schon länger läuft. Das macht aber auch nichts. Den Markt zu schlagen, das wird meiner Meinung nach sowieso überschätzt. Weil der Witz ist nämlich, erstmal funktioniert das sogar auch ganz gut. Nur wenn es dann nicht mehr gut läuft bei den neuen Anlegern, dann sind die eben darauf nicht vorbereitet. Und nach 15 Jahren Börsenboom, da haben wir definitiv eine ganze Generation von Anlegern, die auf eine Krise oder auch auf eine größere Korrektur eben nicht vorbereitet ist, die sich keine Gedanken gemacht hat über Risikomanagement oder sowas, war ja auch jahrelang nicht nötig. Das hat ja bloß Rendite gekostet. Heißt dann aber auch, dass es die natürlich schlimmer trifft, als es die treffen müsste. Und dann sitzt man da. Dann fragt man sich natürlich, soll ich es aussitzen oder ist es zu riskant? Und man ist dann genervt und schmeißt vielleicht auch das Handtuch. Und so schlägt man den Markt dann aber wirklich nicht.
Es ist nicht so, dass die Privatanleger zu wenig wissen. Die Institutionellen haben einen großen Informationsvorsprung, das stimmt natürlich, aber auch die machen ja kapitale Fehler und schätzen Entwicklungen komplett falsch ein. Und auch die Profi-Fondsmanager, die schlagen den Markt ja meistens auch nicht. Wir haben also nicht zu wenig Informationen wahrscheinlich, wir haben aber oft die falschen Informationen. Und das liegt aber auch daran, dass wir die Informationen, die wir haben, dass wir die überbewerten. Wir informieren uns natürlich, wir bilden uns eine Meinung, wir denken dann aber, das ist definitiv auch alles so. Es muss auch so kommen. Und wir schauen dann nicht mehr nach links oder nach rechts. Das ist völlig menschlich, weil eine Meinung, die hat man sich ja hart erarbeitet, aber sowas ist natürlich auch eine Art von Überheblichkeit und die kann man sich nicht leisten in Märkten, die eben doch relativ komplex sind und in einer Welt, in die sich eben auch schnell mal wieder ändern kann. Und was auch sehr menschlich ist, das ist, dass man auf eine bestimmte Art von Information besonders stark reagiert als Anleger. Das, was gut klingt, was völlig klar ist, was einleuchtend ist, nachvollziehbar, weil je klarer irgendwas ist, desto öfter kriegt man es ja auch serviert in den Medien dann rauf und runter und auch hier und da sind wir eben bei den Börsenvideos. Aber wenn irgendwas so klar ist, dass es medial auch schon so verarbeitet ist, dass Ihnen die Argumentation jeder hier lückenlos runterbeten kann, dann ist eben die Gefahr relativ groß, dass der Markt das auch schon verarbeitet hat. Sich informieren ist wichtig, aber man muss eben auch wissen, es gibt bestimmte Informationen, und zwar gar nicht so wenig, die sind toxisch, auf die man gewissermaßen dann eben reinfällt. Und von den ganzen Hypes, auf die man reinfallen kann, da muss ich ja nichts erzählen. Angefangen mit Telekom, neuer Markt, Wasserstoff, Technologieaktien und so weiter. Man kann auch von sowas profitieren, wenn man aber im Hinterkopf hat, dass es eben vielleicht nur ein Hype ist, dass man schnell reagieren muss. Und es ist aber leider bekannt, dass viele Kleinanleger eben trotzdem zu stark investiert sind in solche Themen, da zu stark gewichtet sind, zu lange auch dran festhalten und dann eben auch wirklich viel Geld damit verlieren. Geh, wohin dein Herz dich trägt, an der Börse gilt es nur sehr beginnt. Mit Aktien kann man Geld verdienen, man muss aber leben können mit Unsicherheit. In den guten Marktphasen, da sagt jeder, Aktien schwanken, ist ja logisch. Aber in den schlechten Marktphasen, da merken die meisten Leute eben, dass sie das natürlich doch nicht so mögen. Und ich sehe es auch in den Kommentaren immer wieder zu den Videos, hier beim letzten zu Gold und Silber zum Beispiel. Allein der Satz kann Chance, aber auch Risiko sein. Legendär. Was weiß ich jetzt mehr als vor dem Video? Was kam als Fazit und Mehrwert raus? So ein Zuschauer. Das Video hat durchaus ein Fazit gehabt, behaupte ich jetzt mal. Aber klar, YouTuber, verdammt nochmal, sag uns, was jetzt passiert. Sag uns, ob Gold steigt. Sag uns, ob ich jetzt Aktien kaufen muss oder ob ich sie verkaufen muss. Aber keiner sagt es einem so richtig. Wie auch? Und wenn es doch einer sagt, dann wissen sie immer noch nicht, ob es auch wirklich stimmt. Ich kann Ihnen hier sofort irgendwas sagen, was Sie jetzt machen sollen, aber eine Garantie haben Sie trotzdem nicht. Und damit müssen Sie leben können als Aktionär, mal ganz abgesehen davon, dass ich ja auch nicht weiß hier, wie stark sind Sie investiert, hängen Sie da noch voll drin oder sind Sie schon massenhaft ausgestoppt worden und sitzen jetzt auf einem riesen Cashberg und wie stark sind Sie im Minus und was ist Ihr Anlagehorizont und so weiter, davon hängt es ja auch ab. Es ist Ihr Depot, es ist nicht meins und am Ende des Tages hängt es eben einfach davon ab, welches Risiko wollen Sie sich leisten und welches Risiko können Sie sich auch leisten. So einfach ist das, weil die Gewissheit, die Sie gerne hätten, die kriegen Sie nicht, nirgendwo und das Risiko ist eben trotzdem immer da. Ist es dann vielleicht nicht doch besser, wenn man einfach passiv investiert, weil da vermehrt sich das Geld ja anscheinend von selber.
Es spricht nichts dagegen, um Gottes Willen, aber es löst das Problem eben auch nicht wirklich. Es ist meiner Meinung nach sogar eine der perfidesten Ideen in der Finanzgeschichte, dass man den Leuten erzählt hat, dass sie keine Chance haben würden gegen die Profi-Anleger, aber dass sie auf der anderen Seite völlig mühelos und automatisch Geld verdienen würden, wenn sie einfach blind in den Markt rein investieren. Und es geht auch nur, indem man aus der Durchschnittsrendite der Vergangenheit, aus dem Wert, dass man den einfach zum Naturgesetz erklärt hat. Ich bin ausführlich darauf eingegangen in meinem Video Passiv investieren, der Heilige Gral vor 7 Monaten. Und Sie können mir auch sagen, was Sie wollen. Man kann natürlich das Anlagerisiko verringern durch Streuung, aber man kann es damit auch nicht wegzaubern. Eines Tages werden Sie Ihre Aktien verkaufen wollen und dann wird Ihnen der Markt dafür auch einen Preis anbieten und der hängt aber davon ab, wie dann die Marktteilnehmer die Welt einschätzen und nicht davon, ob es für Ihre Altersvorsorge reicht und welche Durchschnittsrendite Ihnen damals der Sparplanverkäufer versprochen hat. Gut, ich hoffe, es war jetzt nicht alles zu negativ hier. Aktien sind was Gutes, definitiv. Ich will einfach nur mal betont haben, bei dem ganzen Geschäft hier, bei der Geldanlage, da geht es eben nicht nur um das, was man ja dauernd macht als Anleger, dass man Mutmaßungen anstellt den ganzen Tag, wie es denn jetzt weitergehen könnte an der Börse, sondern es geht eben auch ganz grundsätzlich um das grundsätzliche Risiko. Aber welches Risiko man hat und wie viel, das hat man in der Hand eben, das kann man steuern. Und wenn man das tut, dann tut man wahrscheinlich auch mehr für seinen Anlageerfolg, als wenn man jetzt dauernd versucht, dass man dauernd recht hat, weil das schafft man tatsächlich sowieso nicht. Aber wenn Sie mit einem Risiko investieren, mit dem Sie leben können, dann müssen Sie das eben auch nicht. Investitionsgrad, Stoppkurse möglicherweise, eine vernünftige Auswahl auch von Aktien, nicht zu stark hin investieren auf ein einzelnes Szenario und dann vielleicht einfach auch nicht zu spekulativ und dass man eben einfach auch versucht, dass man nicht in jede Falle reinrennt und dass man nicht jedem Trend verzweifelt immer noch hinterher rennt, auch wenn es vielleicht schon sehr spät sein könnte. Nächste Woche geht es hier aber trotzdem wieder um Marktmutmaßungen, voraussichtlich zur Gaskrise, wenn bis dahin nichts anderes passiert, was dann noch wichtiger ist. Und außerdem kommt dann ja auch noch unser gratis Zukunftsmärkte-Report mit Huhu Einzelaktien. Diesmal, wie gesagt, eben aus dem chinesischen Solarsektor. Also denken Sie dran, dass Sie sich eintragen noch dafür auf www.zukunfts-märkte.de. Und ich sage Ihnen jetzt aber natürlich trotzdem noch, ob Sie jetzt in der Krise kaufen müssen oder verkaufen. Ganz kleinen Moment. Achtung! Kaufen! Da haben wir es doch. Jede Krise ist eine Chance. Die Marktrendite ist sowieso immer positiv auf längere Sicht. Da können Sie ja auch einfach mal Ihren Nobelpreisträger der Wahl fragen oder die ETF-Industrie ganz einfach. Und damit haben Sie jetzt eben auch das gehört, was Sie ja auch hören wollten. Alles Gute Ihnen. Dankeschön fürs Zuschauen.